Aber, lol, Alter, wir smashen ja richtig rein. Oder sind wir doch riesig? Ich weiß es nicht. Kann natürlich schon sein, dass wir riesig sind, ne? Ja, ja, wir waren riesig. Oh, lol. Das hat nicht so ausgesehen, als wären wir riesig. In der letzten Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Da wir im letzten Part einen Lokführer gefunden haben, konnten wir nun auch die letzten Geisterkämpfe auf den Eisenbahnschienen absolvieren. Danach sind wir wieder nach unten zu den Tropeninseln gegangen und haben den Mii-Schützen befreit. Und zu guter Letzt sind wir in eine neue Sub-Area, beziehungsweise in die letzte Sub-Area gegangen, in die Waldhügel. Natürlich aus Monster Hunter, wo auch ein Boss aus Monster Hunter auf uns wartet. Um den kümmern wir uns heute. Wir werden heute mit dem Mii-Schützen Toon Link befreien. Los geht der ganze Spaß. Mal schauen, wie ich mit dem Mii-Schützen umgehen kann. Und dann werden wir im Laufe des Parts auf Toon Link wechseln. Denn ich glaube, diese Sub-Area werden wir heute abschließen. Und dann wird's so langsam, aber sicher tatsächlich zum Final Boss gehen. Oder nicht Final Boss, aber zu Kyra halt. Aber ich weiß ja schon von euch, dass Kyra noch lange nicht der Final Boss ist. Aber ja, ich werde halt relativ bald zu Kyra kommen. Ja. Mal sagen wir es so. Okay, mit dem Mii-Schützen komme ich gar nicht klar. Mit dem Mii-Schützen komme ich gar nicht klar. Okay, Toon Link könnte auch natürlich einer meiner Mains werden, selbstverständlich, ne? Generell alle Links steuern sich ja ähnlich. Sie haben halt nur zum Beispiel verschiedene... Die Down-B ist zum Beispiel anders. Beim normalen Link ist das ja jetzt die Breath of the Wild Fernzündbombe. Aber bei dem hier ist es, glaube ich, eine Instant-Bombe und sowas. Aber ja, Toon Link muss ich mir anschauen. Aber mit Toon Link sollte ich nicht so schlecht sein. Einfach weil ich mit dem normalen Link ziemlich gut umgehen kann. Also sollte der Link ja auch kein Problem für mich sein. Sonst sieht er von den Attacks ziemlich ähnlich aus eigentlich. Ja, schon irgendwie. Sonst sieht er wirklich sehr ähnlich aus. 100% hat er. Ja. Oh, komm. Ich will dich doch nur mit Lipsticks rauskicken, Junge. Komm, lass dich rauskicken mit Lipsticks. Ja, der hat eine Instant-Bombe zum Beispiel, ne? Sieht man da gerade ganz gut. Na, komm. Okay. Da hat er kurz gefressen. Ja. Sehr schön. Und... da hauen wir einen richtig fetten Strahl raus. Ja, WTF. Hey, Toon Link, wie geht's dir, mein Freund? Na, dann mal schauen, was du so kannst. Aber noch nicht jetzt. Wir haben erst einen Kampf mit Mii-Schützen gemacht. So geht das nicht. Jetzt werden wir erstmal weiterschauen, was hier abgeht. So, was ist hier oben? Rambi aus Donkey Kong. Der gute alte Rambi. Ja, den kennen wir ja auch aus Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, ist einer der wenigen Begleiter, die zurückgekehrt sind aus den alten Donkey Kong Games, aus den alten Donkey Kong Country Games. Früher gab es ja tatsächlich ein paar mehr Begleiter, aber von denen habe ich halt auch nicht so viele Ahnungen. So viel Ahnung, was zum Teufel. Von denen habe ich auch nicht so viel Ahnung, weil ich eben noch nie Donkey Kong Country gespielt habe, nur Country Returns und Tropical Freeze eben. Also habe ich von den alten Donkey Kongs nicht so viel Ahnung, was da so abging. So, mein Freund, da habe ich dein Schild ein bisschen abgeschossen. Okay. Okay, er grabt sich wieder hierher. Ja, jetzt sollte er aber langsam bald raus sein. Auch wenn es ein Drei-Sterne-Geist ist, kommt er mir nicht vor wie ein Drei-Sterne-Geist. Irgendwie, weiß nicht. Wie ein Drei-Sterne-Geist kommt er mir halt wirklich nicht vor. Naja, passiert, ne? Alles klar, die Ulti hatte ja, wie es aussieht, auch am Start. Oder irgendwas war auf jeden Fall, was gerade den Sound verursacht hat. Keine Ahnung. Okay. Was ist hier los? Was gibt's hier noch? Okay, Talpar. Hier geht's einfach rüber und hier bekommen wir einfach eine Truhe, ohne was zu machen, wie es aussieht. Oh, ein Maxi-Snack, okay, dazu sage ich nicht nein. Melia aus Xenoblade. Lasst uns hier kurz mal unseren Giftschutz reinmachen, den wir von Zelda bekommen. Den haben wir ja erst am letzten Part befreit. Der hat Toon Link beschützt.
So. Dann gucken wir mal. Weil davor hatten wir... Wir hatten zwar natürlich die... Diesen Giftbodenschutz. Ja, aber nicht die Resistenz dafür. Ja. Und wir brauchen ja die Resistenz. Jetzt aber. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, hä? Es kam doch der Effekt, dass sie rausfliegt. Was zum Teufel? Das ist manchmal echt ein bisschen verbuggt. Das Spiel muss es ja wissen, wenn sie rausfliegt, ne? Das ist schon manchmal ziemlich weird, dass ab und zu dieser Effekt kommt und dann fliegt er gar nicht raus. Keine Ahnung, aber kann man bestimmt irgendwie patchen. Ich meine, ist ja inzwischen möglich, dass man Spiele patcht. Früher ging das nicht so easy, aber inzwischen sollte das kein Thema mehr sein. Was ist hier oben los? Aha, gar nichts. Ja, Benny. Benny aus The Legend of Zelda. In Zelda gab es aber auch schon sehr viele verschiedene interessante Dudes, muss ich sagen. Was ist das, ein fliegender Bär? Kein Plan. Das sind ganz komische Gefährten, muss ich sagen. Okay. Zack, 77% hat er schon. Der gute Benny. Und jetzt sollte er gleich raus sein. Na, warten wir noch kurz. Jetzt aber. Na komm. Das war's. Sehr schön. Und dann kommen wir langsam wirklich zum Boss dieser Sub-Area. Was ja dieser eine fette Drache aus Monster Hunter ist, glaube ich. Der wurde schon mal in einer Direct gezeigt. Ne, wenn ich mich recht erinnere. Da wurde der mal fett präsentiert. Dieser Boss. Ja. Jetzt kämpfen wir aber erstmal gegen Knackrack. Der lädt ganz schön lange. Ja, jetzt aber. Gut, und jetzt werden wir dann auch übrigens langsam switchen auf Toon Link. Hoppala. Das gefällt mir ja nicht so. Bisher war ich, glaube ich, unverwundbar, ne? Das ist echt ganz praktisch mit meinem Mario-Typen. Mit dem Baby Mario, weil da macht mich halt unverwundbar die ersten Sekunden. Oh, er hat einen stärkeren Angriff. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Aber er hat ja schon 107%. Also ja, sollte kein Thema sein. Ey, was machst du da, mein Freund? Ich sagte, es sollte kein Problem sein. Der Typ, der fuckt mich ab. Der Typ, der fuckt mich ab. Ey, Junge. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Ey, nee. Komm schon, komm schon. Habe ich gerade einen Anruf bekommen? Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich habt ihr die ganze Zeit das gehört, dass ich einen Anruf bekommen habe. Ich habe es nicht gehört. Kein Plan. Also, ja. Kann sein, dass ich gerade einen Anruf bekommen habe. Ich habe es nicht gehört. Ups. Ja, passiert, ne? Okay. Talpar. Aber jetzt wechseln wir auf Toon Link. Mit Toon Link und so auch noch am Start ist. So, Toon Link, da ist er. Habe ich richtig Bock drauf. So, kämpfen. Wir nähern uns dem Finale, Leute. Wir nähern uns dem Finale. Oh ja, er kontrollt sich genauso wie der normale Link. Das ist richtig episch. So, die Down B. Ja. Die Down B ist irgendwie anders, aber die anderen Attacken sind alle ultra gleich. Ja, alle. Alle sind gleich. Ey, voll geil. Das heißt, ich habe jetzt drei Mains. Toon Link, Young Link und normaler Link. Geil, Alter. Ich habe drei Mains. Ich bin voll gut. Nee, aber finde ich super, dass ich jetzt noch ein paar verschiedene Dudes habe. Vielleicht gibt es ja noch jetzt ein paar feine Unterschiede, die ich jetzt noch verfeinern kann, ne? Zwischen den verschiedenen Links. Dann kann ich den ultimativen Link herausfinden zwischen den ganzen Links. Aber ich glaube, dass sie sich alle relativ ähnlich kontrollieren lassen. Okay. Was haben wir hier? Tricky aus Star Fox. Hi, Tricky.
Das ist komisch aus. Bereit? Tricky sieht komisch aus. So, komm. Yoshi. Yoshi ist am Start. Erdbeben? Nee, nix da Erdbeben. Nix da Erdbeben. Nix da. So, die Frage ist, haben wir jetzt alle Geister hier in dieser Area besiegt? Können wir zum Boss voranschreiten? Ich weiß es nicht. Ach so. Wir müssen ihn jetzt verfolgen und dann wird er sich auf das Plateau da oben platzieren. Ach, müssen wir jetzt hier rumrätseln, von welcher Seite wir kommen müssen? Okay. Wir sollten auf jeden Fall von der unteren Seite kommen. Okay, jetzt gibt es hier noch ein kleines Rätsel oder was? Wo fliegt er jetzt hin? Ja, jetzt fliegt er hier hin. Zum Plateau nach oben. Alles klar. Ah, jetzt höre ich den Anruf, Leute. Jetzt höre ich ihn. Da sind wir wieder. Ja, jetzt habe ich den Anruf mal ausnahmsweise gehört. Die Musik ist ganz schön laut auf dem Ohr teilweise, ne? Okay. Rathalos. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Okay. Lasst mich hier ein fettes Team laden. Und zwar das hier. Er ist... Na, wobei... Nee. Wartet, lasst mich mal kurz einen Tipp befolgen, der mir gegeben wurde hier in den Kommentaren. Wartet kurz. So, wir haben jetzt hier einmal starker Smash plus Riese. Jetzt haben wir eine Attack Damage von 14.000. Und damit starten wir als Riese und mit einem starken Smash. Das wurde mir so in die Kommentare geschrieben, dass es anscheinend eine sehr, sehr gute Kombi sein soll. Ja, dann werden wir mal gucken. Okay, anscheinend hilft das nicht so ganz. Aber, lol, Alter, wir smashen ja richtig rein. Oder sind wir doch riesig? Ich weiß es nicht. Kann natürlich schon sein, dass wir riesig sind, ne? Ja, wir waren riesig. Oh, lol. Das hat nicht so ausgesehen, als wären wir riesig. Okay, das hat nicht so ausgesehen, als wären wir riesig. Okay. Das hat uns gerade extrem geholfen, dass wir riesig waren. Oha. Ich will nicht, dass er mir eine Arschbombe verpasst. Oh ja. Ja, da haben wir ihm gerade gut gegeben. Schön von unten eine mitgegeben. So, starke Smash-Angriffe haben wir. Das heißt, ich spam die Smash-Angriffe. Und jetzt ist er gleich down. Oh, komm. Ja. Komm, lasst mich den letzten Angriff machen. Lasst ihn mir machen, bitte. Oh, komm. Einmal noch. Das... Was? Der Boss dieser Sub-Area ist down. Rathalos. Das war's mit dir. Okay. Alles klar. Das heißt, wir haben... What the fuck? Wir haben diese Sub-Area abgeschlossen. Und das heißt gleichzeitig, dass wir... jetzt eigentlich zu Kyra kommen. Ich denke, wir bekommen gleich wieder eine Cutscene mit Kyra. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Was jetzt passiert? Ich denke, ihr Schild ist jetzt gebrochen, oder? Das Schild von Kyra ist jetzt gebrochen. Ist sie eine Sie? Ich weiß es nicht. Kyras schützender Schild wurde zerstört. Alles klar. Das ist ja sehr interessant, dass Kyras schützender Schild zerstört wurde. 106 haben wir. Pass auf, ein Endlos-Ausweich haue ich mir jetzt noch kurz raus, weil es einfach geil ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich oben bei Kyra. Und jetzt anscheinend diese Steine.
Oh, ein fettes Erdbeben und diese Steine werden zur Brücke. Alles klar. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Shortcut nach drüben. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt diese Röhre benutzen, um zu Kyra nach oben zu gelangen. Lasst uns doch einfach das mal kurz machen. So, hier oben wartet das Raumschiff auf uns. Mit dem sollten wir jetzt zu Kyra vordringen können. Mal schauen, ob uns da eine weitere Sub-Area erwartet oder was ist hier los. Oh, oh, das ist wohl ein Kampf gegen die Meisterhand. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Sorry, dass er etwas kürzer ist, aber jetzt wird spannend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.